Die Hörerhitparade von Ö3. Präsentiert die Jahreshitparade von Ö3. Bis 21 Uhr hört ihr die besten 30 des Jahres 1983. Am Mikrofon meldet sich Udo Huber. Es gibt 2 Stunden Hits und Statistisches. Michael Jackson wurde in Amerika zum Superstar 83 erklärt. Popkünstler des Jahres, bester schwarzer Künstler, bester LP-Künstler, bester männlicher, bester Single, bester Disco, bester Videokünstler und so weiter und so weiter. Insgesamt erhielt er ungefähr 15 Auszeichnungen. Das Einzige, was er in den Staaten nicht schaffte, ist die Führung in der Jahreshitparade der Pop-Singles. Da wurde er von Police auf Platz 2 verwiesen. Bei uns war Michael mit Beat It 9 Wochen unter den besten 10 und kam bis Platz 3. Das gibt im Jahresschnitt Platz 30. Michael Jackson, Beat It. Platz 30, Michael Jackson, Beat It. Nach Udo Lindenbergs musikalischer Aufforderung an Erich Honecker glaubt eigentlich niemand mehr an ein DDR-Konzert. Udo schaffte es dennoch. Bei uns erreichte Udo Lindenberg Platz 5. Er war 6 Wochen unter den besten 10 und ließ ihn 14 Wochen fahren. Im Sonderzug nach Pankow. Platz 29. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Da was klären mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band.
Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich am Neckar. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Stolz im Vortrag bringen. Nur der kleine Pudo, nur der kleine Pudo, der darf das nicht, denn das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und schriftlich werden es mehr. Doch Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich am Neckar. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. Die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Stolz zum Vortrag bringen. Nur der kleine Pudo, nur der kleine Pudo, der darf das nicht, denn das verstehen wir nicht. Honey, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke ein. Und schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio. Hallo Erich, kannst dich hören? Hallo München, hallo. Hallo Horn, ich kann's dich hören? Hallo München, hallo. Bruder Lindenberg, der Sonderzug nach Pankow. Zu den Aufsteigern des Jahres 83 zählen Geier Sturzflugs. Sie verpackten kritische Texte in fröhliche Musik. Besuchen Sie Europa hielt sich 14 Wochen und war 5 Wochen unter den besten 10. Platz 28. In der Schule und in der Hitparade. Das gilt für die Jungen aus Birmingham, für Musical Youth. Platz 27. Pass the Dutchie. Für Wilfried war es eigentlich ganz leibend. Das Hitparadenjahr 1983. 7 Wochen hielt es sich unter den besten 10. Ja, das gibt dann gesamt Platz 26. Wir sind alle froh. Ich hab eine Riesenfreude, jetzt kommt endlich Wirtschaftswunder. Vorbei der Winterschlaf, wir wachen auf, wir werden endlich munter. Ihr werdet sehen, es wird so schön, es wird alles besser. Schenken, sie werden uns schon lenken. Oh, hey, alles ist okay. Alles bleibt. Oh, wir sind alle froh. Alles bleibt. Ich hab eine Riesenfreude, jetzt kommt endlich. Beseitigt werden alle Zweifler, denn eine schenken, die werden uns schon lenken. Oh, hey, alles ist okay. Alles bleibt. Oh, wir sind alle froh. Alles bleibt. Hey, alles ist okay. Alles bleibt. Oh, wir sind alle froh. Alles bleibt.
83 war ein Bowie-Jahr. Er gehört zu den Leuten mit zwei Titeln in der Jahreswertung. The China Girl war unter den besten drei von Ö3. Platz 25. Police wurden in Amerika mit Every Breath You Take Jahressieger. Synchronicity wurde ihr bisher bestverkauftes Album. In unserer Jahreswertung reicht es nur für Platz 24. Every Breath You Take, Police. Als nächstes kommt ein Filmhit. Der Tanz- und Musikfilm Flashdance machte Irene Cara zum Plattenstar und brachte ihr Platz 23. Flashdance. No Bros hatten heuer ihren ersten großen Hit. Die Tiroler waren 9 Wochen unter den besten 10 und waren 14 Wochen in der Wertung. Die Heavy Metaler hatten ihren bisher größten Hit mit einer für sie äußerst sanften Nummer. Platz 22, Be My Friend. Von Rod Stewart's LP Body Wishes kamen heuer 3 Hitsingles: Sweet Surrender, What Am I Gonna Do und Baby Jane. Und erreichte mit Baby Jane in der Jahreswertung Platz 21, Rod Stewart. Das ist die Jahreshitparade von Ö3. Bis 21 Uhr spielen wir die besten 30 des Jahres 1983. Rod Stewart wurde von den Rappern aus New York knapp geschlagen. Grandmaster Flash war 9 Wochen in den Top 10 und war noch unter den besten 3. Das reichte für Platz 20, The Message. Platz 20, Grandmaster Flash, The Message. Ein Holländer, der international erzogen wurde, überraschte mit alten Schlagern im neuen Gewand. In 12 Wochen schaffte er 3-mal sogar Nummer 1. Von den 12 Wochen war er 7 unter den besten 10. Das ist Taco auf Platz 19, Putten on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
certain other is. Different types who wear a day coat, pants with stripes, a cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types to wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Putten und The Ritz, das war eine erste Nummer 1 Nummer des Jahres 1983. Na, reicht aber trotzdem für Platz 19. Eine 5-Mann-Band, die heute nur mehr eine 4-Mann-Band ist, war 13 Wochen der Wertung unter den besten 3 und 9 Wochen unter den besten 10. Die Rede ist von Catcher Gugu vor der Trennung von Limahl. Ihr größter Hit 83, Too Shy, Platz 18. Nena wurde heuer von Presse und Publikum zum Topstar gemacht. Dass es dann zum großen Krach kam, weil der wirklich schuld war, na, das sei dahingestellt. Auch wenn Nena viel Höhen und Tiefen erlebte, eigentlich lief es sehr gut für sie. 2 Nummern hat sie in der Jahreswertung. Mit der ersten war sie 10 Wochen unter den besten 10 und kam bis Platz 3. Platz 17, Nena, Leuchtturm.
Culture Club sind auch mit zwei Nummern vertreten. Boy George wurde zur schillerndsten Figur des Rockgeschäftes 1983. 10 Wochen unter den besten 10 war Time. Das ergibt dann Platz 16. Ich melde mich nach den Nachrichten wieder mit den besten 15 des Jahres 1983. Wähl mit 66 3 1. Die Hörerhitsparade von Ö3. Die Hörerhitparade von Ö3 präsentiert die Jahreswertung 1983. Hallo, guten Abend, viel Spaß, sagt Udo Huber. Wir sind in dieser Stunde bei den besten 15 angelangt. Tim Stahl und John Goldberg, zwei Dänen aus Kopenhagen, probierten es heuer mit Reggae. Na, das war ein Volltreffer. 11 Wochen waren sie unter den besten 10. Das reichte für Platz 15. Played Back, Sunshine Reggae. Platz 15, Laidback, Sunshine Reggae. Das
Skandinavien, ein Torpedo aus Jugoslawien. Daniel war 13 Wochen dabei. Seine besten Platzierungen waren 4 vierte und 4 dritte Plätze. Genau 10 Wochen war er unter den besten 10 und das gibt in der Jahreswertung Platz 14. Julie. Nächsten Nummer sind Culture Club auch noch in der aktuellen Wertung. Das ist die erste Hitsingle mit Sängerin Hel Terry. War 6-mal auf Platz 2. Spitzereichste Kammer Chameleon, wie im Jahresschnitt geht sich für Platz 13 aus. Mit Captain Sensible erreicht auch ein ehemaliger Punk-Gitarrist die Jahresparade. 14 Wochen dabei, 12 Wochen unter den besten 10, 3-mal die Nummer 3. Das macht genau Platz 12 für Captain Sensible. What? Platz 12 Captain Sensible, what? Eine junge Französin tauchte heuer mit einem Disco-Hammer auf. In 14 Wochen war sie 4-mal Nummer 3 und 2-mal Nummer 2. Rose Laurent macht es über den schwarzen Kontinent. Mit Afrika auf Platz 11. Dancing.
Afrika, Rosslaron, Platz 11. 12 Wochen unter den besten 10, 4-mal Nummer 2, einmal Nummer 1. Let's Dance, David Bowie. Es ist die Jahreshitparade von Ö3. David Bowie war 12, Michael Jackson war 13 Wochen unter den besten 10. Davon auch einmal auf Platz 1 und das gibt Platz 9 der Jahreswertung, Billie Jean. Platz 9 der Jahreswertung, Billie Jean, bitte Verzeihung, die vielen Hitparadenwochen haben doch eine kleine Spur hinterlassen auf dieser Platte. Die 99 Luftballons waren 7-mal Nummer 2 und einmal die Nummer 1. Das macht Platz 8 für Nena. Platz 8, Nena, 99 Luftballons. Für Robin Gibb lief es heuer auch ausgezeichnet. Er war 12 Wochen unter den besten 10, davon 7 Wochen ganz vorn dabei. Mit 5 zweiten und mit 2 ersten Plätzen ist er jetzt auf Platz 7. Juliet. Geier Sturzflug treten jetzt zum zweiten Mal in der Jahreshitparade an. 4 erste und 5 zweite Plätze bringen Platz 6. Bruttosozialprodukt. Für Peter Schilling läuft es derzeit in der amerikanischen Hitparade. Bei uns lieferte er seine Spitzenresultate schon letzten Winter und letztes Frühjahr. Er war 14 Wochen dabei und davon 8 Mal hintereinander auf Platz 1 und einmal auf Platz 2. Das macht Platz 5 für Major Tom. Platz 5, Major Tom. Der österreichische Superhit des Jahres 83 war 7-mal hintereinander Nummer 1 und 2-mal Nummer 2. Tauchen und Brokkopetz sind auf Platz 4 gelandet. Kodo.
Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. Ich bin so hässlich, so grässlich hässlich. Ich bin der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass. Besten drei von Ö3 des Jahres 83. Und jetzt ist Paul Mazzolini alias Gazebo dann. Ist ein Diplomatensohn aus Rom und er bewegte sich 14 Wochen, meistens zwischen Platz 2 und 4. Ja, und was macht in der Endabrechnung? Platz 3. I like Chopin. Life was unusual.
Gazebo. Gemeinsam mit Maggie Reilly war Mike Oldfield 12 Wochen unter den besten 10 und 9-mal hintereinander auf Platz 1. Platz 2, Moonlight Shadow. Die Nummer 1. Der Jahressieger 1983, Italiener, kommt aus Rom. Er war von 14 Wertungswochen 13 unter den besten 10 und 8-mal hintereinander Nummer 1. Und ist auch die Nummer 1 von 83. Das ist Ryan Paris, Dolce Vita. Das war die Jahreshitparade mit Udo Huber, Technik, Franz Winkler. Ich wünsche noch viel Spaß oder gute Nacht. Like in the Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in the Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in the Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. This man.
Chip.